Heute will ich mal testen, ob mein selbstgebautes Speedboot in 3D auch wirklich fährt. Ich habe die Futaba-Fernsteuerung, ich habe den Akku von Robbe und den werde ich jetzt anschließen und dann werden wir mal schauen. Ich lasse mal ein bisschen Wasser in die Badewanne, damit wir auch sehen, ob sich was tut. Zuerst wird die Fernsteuerung angemacht und dann ist an und dann kommt der Akku rein. Jetzt sind die Futaba-Fernsteuerung und das Speedboot miteinander verbunden. Das heißt, es kann jederzeit losgehen. Ich kann auch mal den Check machen. Mal schauen, ob sich der Propeller dreht. Oh ja, das geht schon mal. Und das Ruder funktioniert auch. Na, dann können wir jetzt zu Wasser gehen. Dann wollen wir jetzt mal die Wasserung probieren. Ob es auch wasserdicht ist. Den Stand habe ich auch schon gemacht. Und jetzt schauen wir mal. Also schwimmen tut schon mal. Wollen wir mal schauen, was die Schraube so sagt. Ich glaube, das wird tatsächlich ein Speedboot. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Das geht aber ab. Da kann ich noch nicht mal einen richtigen Gang teilnehmen. Guck mal. Jetzt tun wir mal. Oh wei, oh wei. Hast du das gehört? Ja, da. Nicht. Also das ist ja doch rein tauglich. So schnell wird sie dann nicht abhauen. Nein, das ist affenschnell, ist das. Ja. Warte mal, jetzt gehen wir so. Das ist ja auch gegen Strömung und rein ankommen. Ui. Ja, ich habe leider keinen Rückwärtsgang. Tja. Weil ich nicht weiß, wie die Elektronik da funktioniert, wie die das machen. Aber es schwimmt. Oh wei, ach so, das haut gegen. Die Schraube haut gegen die Badewanne. Ja, jetzt andere Richtung. Wieder nach da. Und dann haben wir einen Beweis. Andersrum. Nein, das war die falsche. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Das Ding geht aber ab. Ist aber auch noch nicht mal Rückwärtsgang. Ich habe keinen Rückwärtsgang. So, und jetzt schnell noch mal geschaut, ob innen Wasser ist, aber es ist kein Wasser zu sehen. Es ist also absolut trocken. Prima, dann war der Test ja erfolgreich. Dann können wir jetzt aufs Wasser gehen. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Bewerten und vielen Dank fürs Abonnieren. Bis bald!